Hallo, ich bin Ulrich und es geht nochmal um ums GPS für Wanderer. Also mir geht es darum, mal zu erklären, was so die Basics sind, die man so wirklich braucht. Es gibt natürlich viele, viele Bücher zum Thema. Ich habe auch das eine oder andere gelesen. Und da steht halt drin, was diese Geräte alles können. Bis hin zum Kaffeekochen habe ich manchmal so den Eindruck. Also die wirklichen Basics fehlen halt an der einen oder anderen Stelle. So, und jetzt nehmen die Disclaimer erstmal kein Ende. Dies ist natürlich erstmal ein persönlicher Blog, nämlich meine Meinung dazu. Ich zeige jetzt hier in diesem Video, wie ich das Gerät einsetze. Dem darf man sich gerne anschließen, genauso darf man es gerne bleiben lassen. Es gibt ja viele Videos dazu. Einfach mal mehrere angucken und dann für sich aussuchen, was für einen selbst das Praktikabelste ist. So. Und ja, damit starten wir jetzt mal was. Ach ja, eins gibt es noch zu sagen. Ich werde jetzt gleich mit dem Screen Recorder arbeiten. Oder auch viel mit dem Screen Recorder arbeiten. Das, was ich mache, ist hier Ubuntu, ist das System, was ich im Hintergrund laufen habe. Wenn ihr ein CPM-basiertes System habt, namentlich Windows, frage mich jetzt nicht, ob die jetzt bei 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 sind. Ich weiß es wirklich nicht. Ist mir auch reichlich egal. Wird das Ganze bei euch sicherlich anders aussehen, aber doch ähnlich. So, okay. Als erste, was ich mache, ist dieses hier. Das ist ein ganz normales USB-Anschlusskabel. Auf der anderen Seite steckt der ganz normal am Computer in einem USB-Port. Und dieses hier ist schon mal die Tragehilfe, die ich brauche, um das Gerät am Rucksack zu transportieren. Es gibt diese Adapter, die hier hinten aufgesteckt werden, auch entsprechend für Autos und für Radfahrer. Wobei der E-Trex, das hatte ich ja im letzten Video gesagt, der E-Trex 20 ist für mich die erste Wahl. Ich hätte ja auch gesagt, warum der E-Trex 10 und der E-Trex 30 eigentlich nicht in Frage kommen. Auch weil sie preislich die drei Geräte so weit nicht auseinander liegen. Was mit dem Oregon ist, der ja auch immer für Wanderer empfohlen wird, weiß ich nicht. So. Hier drin sitzen Akkus und hier sitzt eine SD-Karte drin. Das ist jetzt hier, das ist eine 4 GB Micro SD-Karte. Steht doch drauf, welche Class. Das ist sogar Class 4. Wir legen die mal ein und hier gibt es erstmal, das ist eine Fehlkonstruktion hier. Und dann muss man dieses Ding nach oben schieben. Jetzt passiert Folgendes, wenn der am Rucksack hängt, dann rutscht dieses Ding immer mal wieder nach unten und die Karte fällt raus. Was ist auf dieser Karte drauf? Auf dieser Karte ist das eigentliche OSM-Kartenmaterial drauf. Wie man OSM-Kartenmaterial downloadet, da gibt es ja Dutzende von YouTube-Videos zu. Muss ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Wenn doch, dann müsst ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben. Ich sehe es also nicht, weil, wie gesagt, da gibt es so viele Videos zu, die das alle mehr oder weniger besser können als ich. Was passiert jetzt? Jetzt ist hier der USB-Anschluss. Da stecke ich, dies ist so ein ganz normaler Anschluss, wie man an Kameras findet. Also größer als der von Handys. Den schließe ich hier hinten an. So, und dann seht ihr schon, ich hoffe, dass die Kamera das kann, dass er jetzt, ich mache das Ding doch mal ab. Ja, es stört so oder so. Egal. So, dass er einfach startet. Man muss ihn nicht einschalten oder ausschalten oder so. Es ist idiotensicher. So, aber jetzt hole ich euch auf den Screen Recorder, während ich hier zähle, es dauert. Bis das Gerät sich beim System anmeldet, braucht es wirklich seine Zeit. Es hängt davon, dafür dürft ihr mich jetzt strafen, für das, was ich jetzt sage, meinetwegen auch mit Dislikes, davon ab, was ihr für eine Hardware habt. Seitdem ich eine dezidierte Grafikkarte drin habe, in meinem Fall in diesem Rechner ist es eine GT 610 von Nvidia, geht es deutlich schneller als vorher, als ich noch APU bzw. Onboard-Grafik hatte. Das kann man aber auch so pauschal nicht sagen, es dauert seine Zeit. So, das Gerät läuft, aber da ist er. Aber hier passiert jetzt auch nicht mehr. Auf dem Gerät passiert jetzt wirklich nicht mehr. Muss ich noch was generell
zu SD-Karten, USB-Sticks, SSDs sagen. 2 GB-Karten wird es noch eine ganze Zeit geben, weil es einfach da Grenzen gibt, Kameras und auch Geräte, die einfach nicht mehr können als 2 GB. Im Moment jetzt, wir sind im März 2017. Die Preise, die ich so beobachte, sind, dass 2 GB-Karten mittlerweile teurer sind als 8 GB-Karten. Und auch schon 4 GB-Karten gibt es schon eigentlich länger nicht mehr. Und die 8 GB-Karten laufen auch aus. Und die 16 GB-Karten kommen allmählich in den Bereich, was 2 GB-Karten kommen. Also es gibt eigentlich nur den einzigen Grund, heute noch 2 GB-Karten zu kaufen, sind Geräte, alte, hochwertige Kameras, die nicht mehr können als 2 GB. Und jetzt muss man so ein bisschen bei OSM. Einfach da eingeben, OSM. Und dann kommt hier eigentlich schon OSM Download. Und dann, ihr seht schon, ich habe so ein bisschen experimentiert und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, nein, da steige ich jetzt nicht weiter ein. Man kann sich hier also über solche Seiten, zum Beispiel den, hier kann man diverse, hier muss man einfach mal ein bisschen durchklicken. Ah, der GWDG-Server geht. So, hier sind wir auf einem uralten Internetsystem, FTP. How to, und irgendwo da muss sowas sein, IMG. Und da kommt schon Datei öffnen. Und hier, das ist natürlich jetzt ja. So, Datei speichern. Und dann geht hier der Download-Ordner los. Als ich das letzte Mal gemacht habe, brauchen wir nicht weiterzumachen, hat das über Nacht gedownloadet. Das hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis das da war. Wie geht's dann weiter? Fakt ist, unterm Strich liegen sie nachher alle im Download-Ordner. Im Download-Ordner sollte sich jetzt diese Datei befinden. Das wissen Sie, was ich zeigen will, nach einer Stunde rumprogrammieren. Das hier ist jetzt die Karte, die SD-Karte, die hier drin sitzt. Da ist ein Verzeichnis Garmin drauf und hier ist gmap-sub-img. Diese Datei sollte sich jetzt eigentlich auch im Download-Ordner befinden, wenn das dann funktioniert hätte. Und die kann ich jetzt hier so nehmen und mit der Maus hier rüberziehen und hier fallen lassen. Möchte ich jetzt nicht tun, weil es halt keine Vorführkarte drin ist. Gut, das dauert auch wieder. Also das Laden der Karte hat bei mir über Nacht gedauert. Jetzt der aktuellen, die ich jetzt gerade drauf habe, die müsste ich auch mal wieder aktualisieren. Und das zweite ist, das Gerät zu beschreiben, dauert auch noch mal wieder eine ganze Ewigkeit. Wie gesagt, wenn die Ewigkeit nicht länger dauert, will ich wohl in die Hölle. Es macht auch keinen Sinn, da irgendwelche UHD-Karten oder Class 10-Karten einzusetzen, wenn man sie natürlich sowieso rumliegen hat, gerne. Aber weil dadurch geht es einfach nicht schneller und das Gerät kann auch die Sachen nicht schneller bearbeiten. So. Das ist der interne Speicher. Und da hat man schon diesen Effekt, es dauert wieder eine ganze Zeit. Hier ist Garmin. Diese Autorun-Info. Das ist eine Datei für CPM-Systeme, also Windows zum Beispiel. So, Garmin. Und hier liegt GPX. Und hier sind die Touren drin, die ich gespeichert habe. Und die kann ich jetzt zum Beispiel in beide Richtungen nehmen. Wo habe ich ihn jetzt? Da ist der Track von 16, 17.01.22. Da, 17.03. Das ist also der Track von gestern. Den kann ich einfach nehmen und hier ins Download-Verzeichnis kopieren oder wo ich ihn gerade hinhaben will. So wie jetzt. So, dann habe ich Programme. ULAN-Karte GT. Ist nicht das modernste Programm, aber es läuft immer noch, auch mit Ubuntu 16.10, Geodaten laden. Und dann Home. Downloads. So, hier ist der Track, den kann ich dann hier öffnen und dann auch hier einfach anfassen und da hat man und dann kann man den halt entsprechend bearbeiten, mit der Maus drüber fahren. Nee.
Hier habe ich jetzt hinterlegt eine Radfahrkarte, aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach sehr lange dauert, wenn man hier eine, kann man dann hier machen, entsprechend OSM, da Topo 50 mit Wanderwegen, das dauert ewig, bis die ihre Hintergrunddaten, Moment, die haben wir auch, da mit Wanderwegen öffnen. So. Und jetzt dauert es halt und dauert und dauert. Und wenn man mit der Karte wirklich arbeiten will, ist das ein ziemlich nervenaufreibendes Spiel. Gut. Das ist Takt 1. Machen wir den mal wieder zu. Und in die andere Richtung geht das genauso. Ich kann jetzt, und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Waymarked Trails öffnen und je weiter ich jetzt da raushole, kriege ich hier bei Routen, kriege ich dann hier angezeigt europäischer Fernwanderweg E9, europäischer Fernwanderweg E10. Und wenn ich jetzt auf das Stück gehe, wo ich hier heute war, dann passt er sich an und hier habe ich europäischer Fernwanderweg E1. So, und normalerweise kriege ich dann hier auch noch Abschnitte. Dänischer Abschnitt, deutscher Abschnitt, finnischer. Und dann kann ich hier noch den deutschen Abschnitt nehmen. Und normalerweise kann man den hier nochmal wieder unterteilen in, dass man dann auch wirklich nur da war, den hat, den man braucht. Und dann kann ich hier einfach auf GPX gehen und die Datei speichern. Und dann landet auch der wieder im Download-Ordner. Da gucken wir jetzt mal wieder rein. Eigenschaften. Europäischer Fernwanderweg E1 Teil. Moment, machen wir mal groß, damit man das. Teil Schleswig-Holstein. Da steht's. Nee. Gut, und diese Datei ziehe ich dann einfach hier auf den internen Speicher. Da dürfte jetzt eine Fehlermeldung geben, der müsste schon lange drauf sein. Nö, ist gar nicht. So, auch da dem Gerät wieder Zeit lassen. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer einwandfrei funktioniert. Ich habe also durchaus schon mal, das war auf dem Weg von Kügnitz nach Pansdorf. Da hat das Gerät versagt. Ich hatte es zwar dabei, aber die Datei war einfach nicht da. So, was mache ich jetzt aber mit meinen eigenen Daten? Gut, gucken wir uns jetzt an. Persönlich mache ich es mit Gypsies. Ich bin jetzt hier standardmäßig schon eingeloggt. Mit der Seite habe ich auch in vielen Videos immer schon mal wieder gearbeitet. Meine Strecken. Das hier ist mein ganz persönlicher GPS-Block. Und hier ist dann die Kategorie E1. Alle Wege. Jo. Und da gehe ich dann hin und sage erstellen, hochladen. Man kann hier oben leider keinen Test eingeben. Ich muss jetzt mal wirklich die Tastatur ranholen. Die Tastatur ranholen und dann ist 17.03.04. E1, E6 von Tarp. Nach Schleswig. Europäischer Fernwanderweg. Das ist immer noch, ich muss immer noch dahinter, damit man es dann auch findet. Das ist also wirklich die Beschreibung, lasse ich erstmal frei. Und ob man hier jetzt, hier kann man eine Homepage angeben. Dieser Heinz-Jürgen Shimura ist da sehr gut aufgestellt. Die Seite empfehle ich durchaus mal anzugucken. Das ist eine Seite, die ist zum Wandern da. Das ist eine offizielle Strecke, ein Wanderweg. Und die Strecke ist
Eben, ja, okay, muss man das angeben. Ist auf jeden Fall beschildert, markiert, GPS erfasst, einsam und ruhig ist sie auch. Das ist dann aber sehr, schon wieder sehr, ja, individuell. Wegbeschaffenheit kann man so nicht sagen. Das war viel Straße, Art des Weg war sowohl Straße wie auch ein Fahrweg. Also das ist so. Und dann mache ich hier durchsuchen. Und der ist hier schon. Das hier oben sieht bei Windows, bei CPM-Systemen anders aus als bei mir. Und da habe ich 17, das ist meine Datei. 2017 März, da ist sie einfach doppelklicken und dann kann ich sagen speichern. Und dann beginnt das Hochladen. Diese Datei kommt jetzt übrigens direkt von diesem Gerät, nicht aus dem Download-Ordner. Ja, und da ist sie. Und dann sage ich hier, up. Und dann kann ich hier halt mit der Maus drüber fahren. So, und der Rest ist dann ausprobieren, durchklicken. Nee, hier kann ich sie dann in den Streckenordner, die Anschlussstrecke. Das will er mir, den IVV, das funktioniert noch nicht. Strecke umkehren. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Was ich will, da. Das ist nämlich die Anschlussstrecke, das ist das, was ich will. Und der gehört in den Streckenordner E1 und der gehört in den Streckenordner E6. Und er gehört in den Streckenordner Europaweg. Ja, das ist hier in der Gegend teuflisch, weil wir haben hier dieses Stück von Kücknitz bei Lübeck nach Güstrow bei Eulenspiegel Stadtmölln, wo wirklich der E1, der E6 und der E9 drei europäische Fernwanderwege auf der gleichen Trasse laufen. Das ist wirklich was Seltenes. So, dann kann man das schon mal wieder speichern. Und dann gibt es hier Strecke verändern. Das mache ich immer so. Die mache ich in der Regel auf den gesamten Bildschirm. So, und zwar hat man folgendes Problem dabei. Es entstehen da, wo man Pause gemacht hat, immer so Punktehäufchen. Außerdem muss man ja nicht unbedingt wissen, wo ich geparkt habe. In der Nähe des Bahnhofs reicht eigentlich da aus. So. Und auch wenn ich Punkte gemacht habe, wie hier, da habe ich zum Beispiel ein Video aufgenommen, kann man die hier einfach so, wie ich das mache. Ja, und das mache ich in der Regel mit der gesamten Strecke. Was man jetzt macht mit Verlaufern, was macht man hier mit so einem Verlaufer? Ich persönlich lasse ihn drin, weil auch für andere ist das ja so ein Hinweis, Vorsicht, Verlauf, Gefahr. Und man kann die Strecke ja auch jederzeit verändern, wenn man sie sich dann downloadet. Wobei es gibt zu diesem Weg so viel weitere Informationen. Das hier ist der Einstieg in den Weg, da habe ich natürlich auch nochmal gestanden. Ja, und das geht jetzt so weiter. Ja, hier sieht man schon wieder, dann hängt die Karte dahinter her. Ach ja, hier war dieser Schutzraum Jakobsweg, der ist wohl offensichtlich da, den habe ich mir näher angeguckt. An dieser Stelle gibt es hier ein Problem. Wieder, also mir da jetzt komplett bei zuzugucken, wie ich jetzt hier mit dem ganzen Ding arbeite. An dieser Stelle gibt es wirklich ein Problem. Der Weg ist wirklich hier rum ausgeflaggt. Nicht so, wie ich gelaufen bin. Also hier stimmt irgendwie die Datenbank nicht. Hier waren auch ein einziges, auf diesem ganzen Stück von hier oben rum, bis hier unten habe ich ein einziges X gefunden. Ne? Also wahrscheinlich hätte ich wirklich, der offizielle Weg scheint wohl hier wirklich der Pilgerweg zu sein. So, und das habe ich nämlich hier unten auf der Ecke gemerkt und darum sind hier auch so viele ein Punktehaufen wieder. Und hier war der, ist der Punkt, wo ich den Weg verlassen habe und dann zum Bahnhof gegangen bin. Und jetzt haben wir hier natürlich am Bahnhof wieder einen Punktehaufen, bis ich das Gerät dann gestoppt habe. Den können wir wieder ganz pauschal hier mal rausnehmen. Gut.
So, dann haben wir das. Dann können wir den Vollbildmodus beenden und sagen Speichern. Mit ein bisschen Glück klappt das jetzt auch. Jo, und das ist dann das mehr oder weniger fertige Produkt. Eine Wegbeschreibung muss ich jetzt noch machen, die mache ich aber ohne laufende Kamera. Und hier kann man sich jetzt noch mal eben die Seite von Hans-Jürgen angucken. Fernwege. So, E1. So, und hier das Mölln-Güster. Moment, da sind wir noch nicht. Pansdorf, Plön. Flensburg, Obersee. Da ist hier Purlund. So, da ist Tarp. Er ist also den Weg hier ein bisschen anders gegangen. Problem ist, dass diese Karte ein Bild ist bei ihm. Ja, und hat dann hier, das ist also sehr, sehr schön gemacht, was er da tut. Und hier kann man bei ihm auch die, entsprechend die GPS-Datei wieder laden. Wenn man das natürlich für den ganzen E1 machen will, dann ist das hier schon ein bisschen nervig mit immer wieder runterscrollen, hier durchgehen. Aber er hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Er hat auch außerdem E10, vom E10 mal abgesehen, ganz Deutschland so durchwandert. Ja. So. Die Kamera zeigt jetzt 40 Minuten an. Ich werde das schon zusammenschneiden müssen, erheblich zusammenschneiden müssen. Und dann gibt es ja noch die Videos von der Strecke, wo ich auf der Strecke damit arbeite. Was ist mit denen, die mit dem E10, eTrex 10 arbeiten? Die können ja diese richtigen Karten, diese OSM-Karten nicht hinterlegen. Braucht man aber auch eigentlich nicht. Weil man kann diese Daten, ob nun von Herr Schnieger oder von Hans-Jürgen oder von Waymaker Trails oder von OpenStreetMap oder von AutoaktivNet, ist nun relativ gar egal. Die kann man auch auf den E10 laden. Das geht problemlos. Und man hat auch dann, was ich euch auf der Strecke zeige, dann ist nur die Basiskarte einfach hinterlegt. Der einzige Nachteil da ist, dass ich dann quasi den schlimmsten Weg, den es für Wanderer gibt, gehen muss, nämlich den Weg zurück. Weil ich halt mir keine Abkürzung suchen kann, also ich kann keine Alternativroute mit dem E10 wirklich suchen. Gut. Der interne Speicher, der hier drin ist, ist wie groß? 2 GB. Ich muss sagen, benutzt sind hier 110 MB. Ich muss sagen, das reicht. Also es macht irgendwie aus meiner Sicht keinen Sinn, ein Gerät zu kaufen, was einen größeren internen Speicher hat. Ich habe es noch nicht erlebt, dass der irgendwie voll wurde. Die einzige Frage, die man sich natürlich irgendwann stellen muss, was mache ich mit den Daten, die das Gerät aufzeichnet, wenn ich sie dann überhaupt nutzen will. Ich kann es natürlich einmal nur zum Orientieren nutzen, was ja der Part ist, den wir uns dann jetzt gleich angucken, wie das auf der Strecke funktioniert, beziehungsweise was heißt jetzt gleich in der Playlist. Geht es dann weiter? Das ist der E1, E6 von Tarp nach Schleswig. Da mache ich ein eigenes Video zu. Dort zeige ich dann, wie ich mit dem Gerät auf der Strecke arbeite. Oder ich kann, also wie gesagt, nur zur Orientierung nutzen. Oder ich kann halt auch so einen GPS-Block führen, wie man ihn hier halt bei Gypsies meine Strecken sieht. Und dann das hier Europawege. Da sieht man jetzt hinter, das ist jetzt so ein bisschen, wenn man hier mal Empty Map. Die optimale Karte habe ich noch nicht gefunden, die das wirklich schön ermöglicht, weil das Ganze ist irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Aber wenn ich die Daten nutzen will, führe ich halt tunlichst irgendeinen Wanderblock, wie auch immer der aussieht. Den muss ich ja nicht öffentlich machen, ich kann ihn ja auch für mich privat mit Gulandkarte GT oder sonst wie führen. So. Das soll der Teil 2 gewesen sein. Der Teil 3 könnte eventuell werden, wie man diese OSM-Karten auf dieses Gerät kriegt.